Morgen. Morgen erstmal ein Steak reinpfeifen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Dosh. Ja, morgen Lex. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Community. Und nein, ich will nicht twitchen. Noch nicht. Und willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft Infinity Evolve Let's Play. Und natürlich dabei der Dosh LP. Und der Lex Diamond. So, wir machen direkt weiter hier. Ich habe mal ein bisschen ja hier vorhin meine Catch getuned. Da passen jetzt 160.000 Hydrogen rein. Das heißt, so haben wir auf jeden Fall massig, eigentlich schon fast unendlich. Und das nur durch Stirling-Generatoren. Das heißt, ich werde so, wenn ich nach unten ziehe, einen extra Raum bauen, wo ich so 70 von den Stirling-Generatoren aufbaue. Die werden dann alle komplett versorgt und werden dann noch mehr Kapazitorbänke befeuern und alle Maschinen. Der ist so krass, der Typ. Ja, ich bin ein richtig krasser Typ, ey. Das ist ein richtig krasser Ficker, sagst du? Genau. Ich bin ein Ficker, ja. Junge Wille! Okay. Ich wollte dann jetzt heute mal anfangen mit dem Mö-System. Und dafür brauchen wir jetzt einen Mö-Controller. Arbeitest du hier mit den ganzen Barberry-Büschen? Ich hatte es mal vorgehabt, aber ich schätze mal nein. Kann ich die haben? Aber so meinst du hier meine in der Nicht, Chest? ja, in der Enerscheiße, die Tinnen. Ja, bedien dich. Weil. Okay, wir brauchen als erstes für den Meh-Controller Skystone Block. Das ist relativ einfach. Einfach hier Skystone schmelzen. Bin noch nicht So, damit. was brauchen wir noch? Wir brauchen Pure Fluix Crystal. Die habe ich schon vorbereitet. Wo sind die Flux Crystal hin? Warte. Wie lange hast du die drin liegen gehabt? Ich hatte die aufgehoben gehabt, die waren in meiner Truhe drin. Okay. Weil wenn die zu lang Ah, drin nee, liegen. vergiss es, da sind sie. Ah, okay. Sonst hätte ich mir nicht gesagt, die sind wahrscheinlich nicht da. Ja, nur bis zum ersten Mal auch nach dem Aufheben. Können die ja nicht despawnen. Danach können die ja despawnen. Ja, ne, die Itemlöschung hätte so Ah, so sonst meinst auch direkt verlangen können. Alter, ich habe gerade aus zwei Stacks, die das habe ich. Okay. Noch nicht mal zwei Stacks. Anderthalb Stacks habe ich vier Stacks Dias rausgeholt. Nice. Gut, wir brauchen aber noch einen Engineering-Prozessor. Und dafür brauchen wir noch nicht etwas anderes, und zwar eine Inscriber-Press. Okay, nur Inscriber. Der wird gemacht aus ein bisschen Eisen, zwei Pistons, zwei Sticky Pistons wohlgemerkt und einem Fluix Crystal. Fluix Crystal kann ich mir ganz schnell zeigen, wie das gemacht wird. Für die, die das nicht wissen. Man nehme hier ein. Halt, das muss ein Charge Set, das Quatsch sein. Ein Was ist ein Charge. Charge-Status Quartz, Chef? Ein Charge-Status-Quartz ist ein Status-Quartz, der gecharged ist. Okay, was macht er? Chargen. Okay, und was kannst du dann mit essen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Man nehme sich hier so eine Wasserstelle, werfe Charge-Status-Quartz, Redstone an der Quartz rein, warte und Magic. Fluxkristall. Krasser Typ, ey. Ja. Richtig krasser Typ. Ich war auch mal bei der Überlegung noch vielleicht mal anzusprechen, den Mod AE2 Stuff reinzuhauen. Oh ja. Der wäre. Nice. Der wäre perfekt. So, für die beiden Pistons. Da ist mein Schlüssel. Da kann ich Schlüssel bauen. So, ich 1-2. habe irgendwo einen Schiesel. Dein Chisel, my Dizzle. Ja, Mann. Der verschwindet irgendwie auf einmal immer. Okay. Dumm. Er ist dann immer weg und ich suche ihn dann. Kommen wir nochmal dazu. Ich müsste eigentlich mal die ganzen Tränke aus meinem Inventar raushauen. Habe ich noch irgendwo eine leere Truhe? Nein. Komm, dann kommt dieser Teil hier rein. Ja. Weil die Tränke würde ich eigentlich nicht verwerfen.
sogar zwei Pistons. Boah, zwei. Irgendwie so von hier den Catches, die ich auch habe, und baller alle Tränke da rein. Naja, ich mache das später anders. Ich werde einfach, glaube ich, direkt in einem, wie heißen die Teile? Na. Hier in so einem Potion Generator mal 64 werde ich später verballern. Ja, oder so. Das werde ich auch. Okay, jetzt kommt das Lustige an Applied Energistic 2. Wir haben hier diese Stanzplatten, die in Scribe Calculation Press, Silicon Press, Logic Press und Engineering Press, die man sich nur über einen. Was sind die in Scribe Name Press? Ah, da kannst du irgendwie Name pressen, aber die ist uninteressant. Okay. Diese vier Stanzplatten, nenne ich sie mal, kann man sich nur über einen Weg holen. Über diese Meteoriten. Gut, wenn wir jetzt mal wieder den M-Controller anschauen, dann sehen wir brauchen einen Engineering-Prozessor. Das heißt, wir brauchen einen Printed Engineering Circuit, einen Redstone und einen Printed Silicon. Dafür brauchen wir einen Diamant, einen Redstone, wie schon klar, und ein Silicon. So, Stanzplatte kommt da oben rein, das Silicon und es wird gestanzt. Ah, ja, ich glaube nicht. Ein Printed Silicon. So. Dann brauchen wir einen Inscriber Engineering Press. Hauen Le Diamant rein. Es wird wieder gestanzt und. Na, Klong. Printed Engineering Circuit. So, Printed Engineering Circuit, Printed Silicon und Redstone werden gestanzt zu. Einem Engineering Prozessor. Ich würde gar nicht einen Digimon-Namen sagen, aber. Ich hatte auch so ein bisschen darüber angespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann ist die Skystorm-Löcke. Oder einer Sailor Moon. Macht des Mondes! Mach auf! Spezialeffekte. Okay. Du weißt doch, früher als Kind. Da habe ich immer gehofft, man sieht die gleich nackt. Was? Ja, ich stand dann immer vor und habe geguckt, so, hä, siehst du da irgendwie Titten oder. Und ich stand da vor, weil irgendwie. War da nie was. Okay. Jetzt haben wir den Müll-Controller fertig. Jetzt brauchen wir etwas weiteres. Und zwar einen Müll-Drief. Der M3 wird gemacht auch aus zwei Engineering-Prozessoren und M-Glasklabel-Flux. Meine Aussprache ist perfekt. Okay, also wieder zwei Dias, Silicon. Ihr merkt schon, das ist schon ein bisschen dialastig. Aber Leute, da lohnt sich. Da lohnt sich richtig. Ja. Weil ich den Raum hier unten alles fertig habe, werde ich dann auch langsam zum ME-System tendieren. Aber AE2-Stuff wäre mega gut eigentlich. Ja. Wie gesagt, ich werde es nachher mal kurz in der Gruppe ansprechen. Was so. Ist das jetzt? Ich kann mir den zur nächsten Aufnahme ja schon hinzufügen. Ja, ich glaube, Klaus ist aber, müsste aber jetzt eigentlich schon pennen sein. Der war ja den ganzen Tag auf der Arbeit. Kannst du in der Gruppe reinschreiben, entweder schreibt er zurück oder halt nicht. Ja, mache ich jetzt einfach nach der Folge. Ja. So, so, so. Dazu komme ich dann gleich, wie die gemacht werden. Was machst denn du gerade Feines? Boden abreißen. Sehr schön. Ja, ist sehr spannend, aber müssen meine Zuschauer jetzt ein bisschen durch. So, M-Glaskabel-Flux wird gemacht, indem wir Kurzfibber mit Fluxkristallen machen. Ey, ich kann das bei mich selbst nicht mehr ernst nehmen. Nee. Ich nehme dich schon gar nicht mehr ernst. Alles klar. So, auf jeden Fall nehmen wir jetzt mal ein bisschen Glas. Und dann hier so ein bisschen Nether oder Zertes Quarz. Das ist eigentlich Latziviose. Und wir kriegen Quarzfiber. Und da machen wir jetzt einfach nochmal so ein. Komm, nehmen wir mal hier so 17 raus. Ich glaube, ich baue mir noch ein paar Endergeneratoren. Ey, ich habe so viele Enderperlen. Müsste ich eigentlich auch machen. So, da rein und Fluxkristall.
So, 35 kann man wieder. 35, das. Okay. Werde einfach so dran geklatscht und wir haben Glaskabel Streaks. Dann noch 4 Iron. Das sind die Ecken. Links und rechts in die Mitte Glaskabel Fluix und die und wir haben ein M-Triefe. So, was macht das M-Triefe? Das trieft M. Ey. Gosh. Ja. Halt einfach nur dein Maul. Bitte. Wieso so schlimm? Ja. Also, wenn ich da nicht wegschalte, weiß ich auch nicht, der ist genauso behindert wie du. Ich denke mir die ganze Zeit so, deswegen sag ich schon gar nichts mehr. Ich denke mir die ganze Zeit nur so, sind die 20 Minuten schon um? Kannst du schon beenden? Ach ja. Ich finde es auch wieder schön, dass ich meine Status als total bescheuerter wieder aufsetzen kann. Dein Ruf, der was? Mein Ruf als total bescheuerter. So. Okay, wir brauchen jetzt noch ein ME Crafting Terminal. Nö. Okay, wir brauchen dann erstmal nur ein ME Terminal, weil Crafting können wir noch nicht machen, dafür brauchen wir also diese kleinen Kumpels hier, die schon bei 15% sind. Diese Status Squad Seeds werden gemacht. Lieber erstmal, bevor du irgendwas machst, die jetzt. Ja, ich war am Überlegen. Das, sonst, du weißt, ne, das dauert sonst 5 reale Stunden. Also wirklich reale Stunden, bis die. Ich weiß. Bloß ich jetzt mal, das wäre ja bald. Die sind ja Philippoff, die sind ja schnell gecraftet. Ja gut, komm, dann machen wir das einfach mal. Ja, baust du direkt 4 Stück und dann hast du in 10 Minuten hast du dann die ganzen Crystals. Ja. Ja, dann, wenn du die stehen hast, werde ich dann aber auch den ein bisschen vergewaltigen von dir. Was jetzt? Hä? Wie? Den Growth Accelerator. Du willst mich vergewaltigen? Ja, halt so. Schon wieder? Ja. Hilfe! Hilfe! Ich ziehe diesmal den neongrünen Tanker an. Miep? Den neongrün. Miep? Mit den rosa Elefanten vorne drauf. Okay, alles klar, warte, ich gebe dir Schutzgeld. Bitte, nein, Ruhe, Schutzgeld. Du musst das mal öfters machen. Gut, ich mach dann jetzt mal so ein bisschen Glas auf Vorrat. Okay, ich werde nichts machen. Alles klar, gut. 4 Fluix-Blöcke. So. Ah, warte mal. Ja, komm, das kann ich eigentlich da drüben dann machen. Quarzglas. Eine Seepatze ist lustig, eine Seepatze ist so schön. Lex. Bitte halt die Klappe. Wenn ich nochmal Schutzgeld kriege. Okay, warte, ich komme gleich mal vorbei und hau dir auf die Fresse. Nein, bleib ruhig da. Ist alles halt. Okay, ich hör auf. Sehr schön. So, 4 Crystal Growth Accelerator. Die brauchen jetzt einfach nur einen Anschluss an das ME-System, ne? Richtig. Dann machen wir das jetzt mal so umständlich wie möglich. Das Kabel habe ich jetzt wo? Ah, das ist noch im. Ja, super. Also, jetzt gleich seht ihr wirklich das, was ich in der Schule gelernt habe: strukturierte Gebäudeverkabelung. Also im Klartext: Haufen Scheiße. Also, Kabelsalat auch genannt. Schlimmer. Nee, das war einmal bei uns im Unterricht so genial. Ich habe ja eine Ausbildung mit Abitur zum Informatiker gemacht. Ja. Und das ging dann einmal im Unterricht so. Internet war weg,
Unser Lehrer schaut sich das Problem an, klickt dann erstmal auf, schaltet erstmal alle möglichen Kabel, die da waren, steckt er erstmal um, bis da gar nichts mehr funktioniert hat. Anderer Lehrer kommt vorbei, guckt sich das an. Und die erste Reaktion von dem war so göttlich. Was hast du eigentlich im Unterricht gelernt? Ich denke, du bist Informatiker. Weil das Problem war einfach nur in dem Sinne. Kennst du dich so ein bisschen mit Informatik aus, mit so einem Switch und sowas? Erzähl mal einfach. Also so ein Switch ist eigentlich nichts anderes als so eine Signalerweiterung, sag ich jetzt mal, dass mehrere Leute ein LAN-Signal kriegen können. Ja. Ja. Und er hat einfach zwei Switches miteinander dann verbunden, sodass der andere Switch wieder aktiv war, dass die anderen Leute da wieder drauf zugreifen konnten. Ach so, okay. Ja, das war eigentlich das ganze Problem. Er steckt aber erstmal so viele Kabel aus wie möglich. ja, ich konnte eigentlich nur noch gerade warten, bis... Sammel schnell, bis ich hier fertig bin, bis die Kabel fertig sind. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee, was wir machen. Also meine Zuschauer sehen es, Lex weiß es noch nicht. Oder weißt du es? Weißt du es? Wenn? Ah, ich glaube, das mache ich gerade in der Mining World. Ich glaube, das sollte da am schnellsten gehen. Also am sichersten. Da hinten war ein Dorf, dann mache ich das einfach mal gerade da. Hier so. Ah, hier perfekt in der Festung. Dup, dup, dup. Dup. Eins, zwei, drei. Beginnen. Was ist denn das für ein... Ah, okay. Spannende Laser. Jo. Wenn wir hier günstigen Vorderraum für den machen wollen, ne? Elektronik, Ja, ich hab mir da schon einen Plan gemacht. Hier diese Draconium Infused Obsidian. 16,59. Kosten dich nur ein bisschen Obsidian, ein Draconic und Blaze Powder. Ja, das hatte ich also damit vorgehabt. Das heißt so. Hier die Reinforced Obsidian, wo du ganz viel Dark Steel brauchst und so. Ja, das ist beim letzten Mal schon in die Hose gegangen. Ich denke mir, komm, das geht eigentlich relativ schnell, das zu machen. Und ich saß drei Aufnahmen dran. Und ich habe es irgendwann einfach sein gelassen. Was ich aber gerade ganz interessant finde, der Wither hat was fallen gelassen, was ich im Leben Street andrehen konnte. Ja, ist von Immersive. Ja, und diese Upgrades. So ein Rare Shader Grabback. Genau. Kannst halt draufklicken, dann kriegst du da ein Upgrade raus. So. Wow, der hat mir ganz zwei Herzen weggemacht, der Wizard. Ja. Brauchst du noch was Zeit oder? Machen Sie schon am Ende. Ja, warte, ich mach mal kurz die. So. Weil ansonsten kann ich dir noch ein bisschen Zeit geben. Ich wüsste noch, was ich gerade machen könnte. Ich bin jetzt soweit fertig. Ich muss noch einmal hier. Alter, jetzt mir ans Klaus wird wie sowas von lieben. Ich meine, der hatte keine Order Shards mehr. Ich habe fast 4 Stacks Order Shards jetzt für den. Oh nein. Zurück FL. Scheiße. Tut mir leid, Leute. Ich hab FL gedrückt. Bin dann natürlich im Ding voll ja. Gegangen. Warte, ich will noch irgendwie ein bisschen Licht machen. Jo. Lass ja noch was Zeit. Wo haben wir's? Komm, so.
jetzt habe ich die vergessen. Oh, da waren ja auch noch Dias. Ich weiß nicht, irgendwie ist, sind Diamanten zu so gar keiner seltener Rohstoff mehr geworden, ne? Bitte? Diamanten sind gar nicht mehr so selten als Rohstoff, ne? Ach, in Modpacks nie. Ja gut, in einigen gibt es, ist es schon noch ein bisschen seltener, da werden sie auch noch mal angepasst. Ja klar, wir können das theoretisch auch alles anpassen. Aber Diamanten sind ja so nicht wirklich was wert. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Dingens Expert Mod spielen würdest, würde das dann noch mal ein bisschen anders aussehen. So, ich wäre ready. Gut, ich bin stolz auf mich. Ich habe Klaus von den Herzen überholt. Gut. Also du willst, kannst du die Folge beenden? Ich könnte beenden, ja. Alles klar. Die Zertus Quartz Crystal sind jetzt auch fertig. Nice. Gut, in dem Sinne würde ich dann... Oder willst du die Absage machen? Nee, du. Alles klar. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bleibt da frisch, schaut da rein.